Secret habe ich jetzt keinen entdeckt. Oh, wir sind frei. Kufus. Den Bobby, den lassen wir jetzt hier im Stich. Hauen wir einfach ab. Verschlossen. War ja klar. Na komm. Damit bekomme ich die Tür garantiert nicht auf. Hätte sein können. Ich kriege mal die Zellentür von Bobby Wozu? Irgendwie auf. Ich bin bereits, naja, ein. Verschlossen. Hey! Hallo! Weißt du, das ist eine gute Idee. Ist. Ich will mit Loco sprechen. Loco ist jetzt der König. Erst mit Herrschen. Dann muss er mir eben eine Audi. Muss er das? Ich vermute, dass er das anders. Das würde ich gerne von. Was willst du überhaupt? Ich habe ihm ein Angebot zu unterbreiten. Ein Angebot? Warum sollte ihn das interessieren? Vielleicht, weil er ein raffgieriger Despot ist? Ja! Da kann ich nicht widersprechen. Warte einen Augenblick. Ich muss erst die Tür entriegeln. Und drauf. Verdammt. Du hast also ein Angebot. Ich bin sehr gespannt, kleiner Mann. Sprech los. Krieger, Chaski, Clown, Gärtner, Brate, Wäscher. Ich habe Erfahrungen als Gärtner, Berater und Wäscheboy. Soll das ein Witz sein? Gonny! Warum verschwendest du meine Zeit mit diesem lästigen Wurm? Es tut mir leid, Boss. Ich dachte, er könnte uns vielleicht nützlich sein. Nützlich? Wozu? Man könnte eine Buchstütze aus seinem Schädel machen. Oh, Schreck. Die Idee gefällt mir. Bravo, Gorni. Ja, genau. Super. Aber ich hätte da noch eine bessere Idee parat. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Also... Darf ich bitte gehen? Ich mache auch keinen Ärger. Und wohin genau willst du gehen, kleiner Mann? Die Welt ist so weit zerbrochen, dass Corona vollständig vom Nichts umschlossen ist. Hättest du die Zeit nicht angehalten, wäre die ganze Welt zerfallen. Also habe ich die Welt gerettet? Ja, du hast sie gerettet, damit sie von mir regiert werden kann. Na toll. Darf ich eine Frage stellen? Nein. Mir reizt das aus. Du zeigst, was du drauf hast. Oder du gehst zurück in deine Zelle. Ich will meine Dienste als Krieger anbieten. Mach dich nicht lächerlich. Du bist kein Krieger. Und selbst wenn du einer wärst, wir kämpfen nicht mehr. Wir haben bereits alles erreicht. Tja. Ich will meine Dienste als Chaski anbieten. Was soll ich denn bitte mit einem Boten? Boten überbringen Neuigkeiten. Aber die Zeit ist angehalten. Es gibt keine Neuigkeiten mehr. Über wen willst du regieren? Sind Chaski die unnützesten Kreaturen überhaupt? Welt zerstört das. So viel hat sich also gar nicht geändert. Ich will meine Dienste als Clown anbieten. Sehe ich so aus, als ob ich gerne lache? Nicht wirklich, aber ich gebe zu bedenken, dass die Ewigkeit lang werden könnte. Ganz ohne Unterhaltung. Da hast du nicht ganz unrecht. Du kannst es ja mal versuchen. Oh, das Alphabet rülpsen. Das musst du dann bestimmt machen. Und wir versuchen erstmal das andere. Wäre es mit etwas intelligenter Unterhaltung. Meinetwegen auch das. Nur eine Frage vorweg. Kommen dafür auch die Bommeln in Einsatz? Mal sehen. Das ist gut. Wie wäre es mit politischer Satire? Politische was? Satire. Da werden berühmte Führungspersönlichkeiten parodiert. Wie zum Beispiel ich? Ja,
Zum Beispiel. Es geht also um mich. Das gefällt mir schon mal. Und weiter. Tja, und dann wird dessen Regierungsstil mit hintergründigen Anspielungen kritisiert. Was denn? Hör ich richtig? Hat er selbst Kritik? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Denk dir was anderes aus, du Clown. Oh, keine Politik-Seratierer. Oh, finde ich schade. Dann will ich nicht. Wie wäre es mit einem Gedicht? Ich habe ein paar nachdenkliche Verse geschrieben, die... Stopp, stopp, stopp! Sagtest du nachdenklich? Was soll denn daran unterhaltsam sein? Bist du überhaupt ein richtiger Clown? Schon gut, schon gut. Es war ja nur ein Vorschlag, um das Programm etwas aufzulockern. Wie wäre es mit Theater? Du brauchst gar nicht weiterzureden. Ich will hier kein Theater. Ich will eigentlich überhaupt nichts, was hektisch und laut ist. Aber... Kein Aber. Ich will kein Theater. Basta. Wie wäre es mit Philosophie? Kommt nicht in Frage. Ich kenne mich ein wenig mit Philosophen aus. Ach, wirklich? Ja. Hagere, knochige Kerle. Altes Fleisch, ledrige Haut, kaum was dran. Oh, na gut, probieren wir was anderes. Lass mich was anderes probieren. Meinen Segen hast du. Aha. Ich kenne ein paar anstößige Limericks. Ich hasse Limericks, aber ich mag es, einen Grund zu haben, Gefangene anzuschreien. Also, leg los. Na dann. Der Limerick heißt Das Fass ohne Boden. Passt ja. Dies ist die Geschichte vom Askil, der beim Trinken vornüber ins Fass fiel. Oh nein. Stopp, stopp, stopp! Das ist ja grauenvoll. Grauenvoll? Wieso? Was stimmte denn nicht? Was damit nicht stimmt? Da geht es ja gar nicht um mich. Na, indirekt schon. Der Limerick heißt Der lange Heimweg. Ein Askil zog aus im Gedanken, im Wirtshaus ein Bierchen zu tanken. Stopp, stopp, stopp! Das ist ja grauenvoll. Finde ich gut. Grauenvoll? Wieso? Was stimmte denn nicht? Was damit nicht stimmt? Da geht es ja gar nicht um. Ihn kriegt ja schon. Das ist ja... Der Limerick heißt Die Explosion. Ein Askil versuchte seit Wochen, ein Omelett aus Cognac zu kochen. Stopp, stopp, stopp! Das ist ja grauenvoll. Grauenvoll? Wieso? Was stimmte denn nicht? Was damit nicht stimmt? Da geht es ja gar nicht um mich. Ach ja. Ja, indirekt ja schon. Das ist ja... Du bist wohl ein Askil, oder? Der Limerick heißt Der große Loco. Der Titel gefällt mir schon mal. Nicht wahr? Los, los! Worauf wartest du? Ja. Wer kennt nicht den großen Loco? Weiter? Tja, wer kennt nicht den großen Loco? Ein Herrscher auf großem Niveau. Stopp, stopp, stopp! So geht das nicht. Wieso? Was stimmt denn jetzt schon wieder nicht? Was nicht stimmt? Loco reimt sich doch nicht auf Niveau. Man buchstabiert es ganz anders. Ach ja? Loco schreibt sich L-O-U-C-A-U. X? So kann man doch keine Limerick schreiben. Ich habe genug gehört. Lass mich was anderes probieren. Meinen Segen hast du. Mann, ist das peinlich. Ich wünschte, ich könnte im Boden versinken. Ja, das wäre auch eine Vorführung nach meinem Geschmack. Na dann. Ich kann das Alphabet rülpsen. Das klingt erst einmal noch nicht sehr beeindruckend. Aber versuch euch dein Glück. Okay. A, B, C, D, E, F, G. Ach so, hier geht noch weiter mit bis Z wahrscheinlich. Z.
Chef. Müssen wir uns das schon anhören, wenn da sich so viel Mühe gegeben wurde? Sehr schön. Das Rülps-Alphabet. J. Sehr schön. K. Wirklich das ganze Alphabet. L. Mit seinem Gen hinten dran. Wo waren wir stehen geblieben? Das leichteste. Na komm, das müssen wir ja auch jetzt zu Ende machen. Rülps Alphabet, juhu. Das ist ja Gameplay der feinsten Art. Das ist bei R waren wir stehen geblieben. Muss man mal runterscrollen hier. Na, hier war ein U. Jetzt wo wir wissen, wie es entstanden ist. V. Gleich kommt das berühmte Y. Sehr schön. Gibt's hoffentlich ein Achievement für. Y. Sehr schönes Y. Und das Z. Z. Oh, kein Achievement. Ich bin traurig. Fürs Alphabet durchrübsen. Ups, verrülpst. Ich fange nochmal von vorne an. Muss das wirklich? Ja, muss sein. Okay. Was können wir noch hier machen? Wir versuchen mal. Das muss doch was bringen, oder? Man hat ASCII gerübst. Okay, Ups, verrülpst. Ich fange nochmal von vorne an. Muss das wirklich? Okay, versuchen wir hier was. Was? Ich erkennt es ja. Könnt einfach in den Kommentaren mitraten. So schwer ist es nicht. Okay, Ups,
verrülpst. Ich fang nochmal. Muss das Es macht mir deutlich zu viel Spaß. So, was rülpsen wir jetzt? Jetzt rülpsen wir mal einen Satz. Einfach mal zusammenschreiben und einfach mal in die Kommentare reinschauen. Das ist jetzt einfach eine Aufgabe für euch, einfach mal zu hören. Einfach mal hier. Ich fange nochmal von vorne an. Muss das wirklich sein? Sehr schön. Ja, ich gebe mir hier zu viel Mühe. Ich habe zu viel Spaß hierbei. Wir ziehen das hier nur in die Länge. So, ich denke mal, ich weiß, was wir rülpsen sollen, damit es ihm gefällt. Er hat es ja selbst schon buchstabiert. Oh, ob ich das noch kann. Er geht trotzdem. Und vielleicht ergibt das ja was. Hat am Ende ja Spaß. Okay. Jetzt kommt, glaube ich. Und jetzt, ich glaube, da war das hier. Moment mal. Hey, das war ja mein Name. Ich bin. Das interessiert ihn. Wirklich gerührt. Sedgwick, ab sofort bist du einer von uns. Komm nochmal, Yippie rübsen. Alle Ewigkeit, mein persönlicher Clown. Hurra. Oh je, was habe ich nur getan? Nuko abonniert Zwergenfürst LP, das LP nicht, aber das habe ich vergessen. Und das Alphabet hast du gerülpst. Und was haben wir noch gemacht? Was habe ich noch irgendwie? ASCII haben wir noch gerülpst. Ja, also jetzt können wir uns frei bewegen, jetzt können wir hier raus. Flugmonster anfassen. Keine gute Idee. Nein. Ich weigere mich, mit dem Ding zu fliegen. Oh, Satteltasche. Da waren Bomben in den
den Satteltaschen. Bomben. Die könnten noch nützlich werden. Was treibst du da? Bleib von den Flugtieren fern. Ist ja schon gut. Tja. Können wir ihn mit dem Kuhfuß einen rüberziehen? Die direkte Konfrontation sollte ich lieber meiden. Da kann ich nur verlieren. Ah, okay. Flugmonster. Der Name ist also noch nicht angekommen. Mit der Katze. So, können wir hier vielleicht mal hoch? Stopp! Wo willst du hin? Ich dachte, ich schau mal nach, ob oben noch alles schön still steht. Abgelehnt. Ich lasse niemanden in die Nähe des alten Königs. Ich will mich selbst um ihn kümmern. Aha. Stopp! Ich habe es dir doch schon gesagt. Ich lasse niemanden in die Nähe des alten Was Königs. Was willst du tun? Stopp! Ich lasse... Okay. Die direkte Konfrontation. Ist das dein Ernst? Willst du mich mit deinem Kuhfuß besiegen? Der Teer hat mich unverwundbar gemacht, Sedgwick. Du jedoch stehst mit dem Rücken zur Wand und die Welt zerfällt. Du solltest deine Situation vielleicht noch einmal überdenken. Vielleicht können wir die Schläuche schlagen. Hey, Loco. Was ist? Du willst den Lauf der Dinge stoppen? Dann stopp erst mal. Das. Halt! Was tust du? Nein! Ach, Schande. Oh, schnell weg. Im Schleimer steckt. Ja, ganz schnell weg. Du Törichter! Komm sofort zurück! Hoch hier. Die Tür verrammeln. Du hast dich befreien können. Ach. Du meinst, ich habe mal was richtig gemacht? Kann doch nicht sein. Lass es gut sein und hilf mir bitte. Die Asgil waren nicht gerade zimperlich mit mir. Die Fesseln schneiden mir in die Haut und mich juckt es schon seit Ewigkeiten am allerwertesten. Machen wir doch glatt. Den Kuhfuß. Soll ich vielleicht erst einmal los? Das finde ich aber auch. Ja, aber womit? Es sieht nicht so aus, als würde er mir für die Aktion... Gib es auf, der Knoten ist zu fest. Ja... Das habe ich auch gerade gemerkt. Können wir hier irgendwas... Aber wir haben doch nichts. Bomben. Warte, vielleicht kann ich diese Bomben benutzen, um... Untersteh dich! Die Bomben irgendwo anders. Nein. Teleskop zerbomben. Tickt eine Uhr. Das macht mir ein bisschen Stress. Nicht nötig. So, Kuhfuß, na komm. Vielleicht. Hey, was tust du denn da? Das ist ein hochsensibles Instrument. Das spielt GTFO. Das war ganz schön herzlos. Aber dafür haben wir jetzt eine Scherbe. Und damit können wir dich befreien. Mein Kopf hatte irgendwie... Ihr wisst, was mein Kopf draus machen wollte. Warte, schneide dich los. Sei aber bitte vorsichtig. Au! Was? Was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Oh, nichts. Nur ein Krampf. Aha, na dann. Du bist frei. Ach, Sedgwick, hast du immer noch nicht aufgegeben? Die Asgil haben das Schloss in ihrer Gewalt. Ich weiß, Sedgwick. Ich würde mich wohl kaum selbst fesseln, oder? Ach ja, macht Sinn. Zumindest nicht nach dem letzten Mal. Eine halbe Woche hat es mir an der Nase gejuckt, bis jemand vorbeikam. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Die Lage war noch nie so aussichtslos. Was schlägst du vor? Wir bringen die Zeit wieder zum Laufen. Auch wenn das heißt, dass die Welt untergeht. Ein mutiger Entschluss. Damit übernimmst du eine große Verantwortung. Ist es die richtige Entscheidung? Das kann ich dir nicht sagen, Sedgwick. Aber wenn es das ist, was du willst, dann hast du meine volle Unterstützung. Ich wünschte nur, ich könnte dir irgendwie helfen.
Ich bin jetzt auch ein Askil. Oh je, Sadwick. Ausgerechnet du bist ein Kollaborateur. Und was machst du so als Askil? Nun ja, ich bin gewissermaßen... Ein Krieger? Naja... Vielleicht ein Chaski? Ich bin der Clown, okay? Nur der Clown für alle Zeiten. Ha, das hast du dir wohl anders vorgestellt. Hm? Auf jeden Fall. Ich habe Luko besiegt. Da wäre ich mir nicht so sicher, Cedric. Luko ist mächtiger, als du denkst. Und der Stillstand ist sein Element. Solange die Zeit stillsteht, ist er so gut wie unbesiegbar. Dieser Stillstand ist schrecklich. Wie lange soll das denn noch weitergehen? War die Frage ernst gemeint? Natürlich wird es für alle Ewigkeit so sein. Solange die Zeit stillsteht, gibt es weder Fortschritt noch Ende. Erkennst du jetzt langsam, was du angerichtet hast? Hast du eine Idee, wie ich die Zeit wieder zum Laufen bringen kann? Ich sehe keine Möglichkeit. Solange diese steinerne Gestalt den Mechanismus blockiert. Hast du eine Idee, wie ich die Zeit wieder zum Laufen bringen kann? Ich sehe. Okay, das hatten wir schon. Vielleicht könnte der König uns retten. Dazu müssten wir erst einmal zu ihm kommen. Aber das geht nicht, solange der Brunnen nicht läuft. Und dann müsste man das Wasser des Lebens zum König bringen. Und das, bevor die Welten kollabieren. Kurz, es ist unmöglich. Mir fällt schon noch was ein. Ich wüsste nicht, was. Vielleicht nehmen wir erstmal das Seil an uns. Dann haben wir Seil, dann haben wir Bomben. Wir haben hier Gurken, Fläschchen. Wir haben Teleskop. Ich habe da so eine Idee. Ich hab da so eine... Wir haben hier einen Trichter. Ich weiß nicht, ob sich das machen lässt. Aber mir fällt da... Eventuell können wir mit dem Teleskop noch was machen. Wenn man Lichtstrahl, kann man Lichtstrahl anfassen. Eventuell habe ich da eine Idee, die Sadwick nicht so wirklich gefallen könnte. Ich glaube nicht, dass das Sadwick irgendwie gefällt. Auf diese Weise könnte ich das Licht bündeln. Das sollte ich im Hinterkopf behalten. Aha, okay. Wir können das Seil vielleicht erstmal in dem Ölbecken tunken. Ein Ölschacht. Ein Seil mit Öl. So was haben wir doch. Das müsste uns doch bekannt vorkommen. Das Öl aus dem Tank dürfte ein adäquater Ersatz für Opas Petroleum so gesagt. Jetzt hat er es sogar noch gesagt. Seil mit Öl, das ist ja. Das Prozedere, das kennen wir doch schon. Das ist doch nichts Neues mehr. Ich will nur mit dem Kurs hier nochmal das Teleskop komplett zerstören. Ich habe das Teleskop bereits genug demoliert. Aber nicht, wenn du da reinspringen willst. Zwecklos. Ich habe es kaputt gemacht. Ohne die Linse ist das Teleskop nichts weiter als ein Hohl. Ja, genau. Immer mache ich alles. Aber das könnte dir jetzt doch mal was helfen. Hier die Bomben rein. Die Idee ist gut. Das sind tatsächlich ideale Voraussetzungen für meinen Kanonenrohrtrick. Nur leider fehlt mal wieder die Lunte. Die haben wir doch schon hier. Nein. Ohne Sprengkörper nutzt mir die beste Lunte. Ja. Das ist als Lunte genau das Richtige. So, Seile mit Bomben. Oha, es sieht tatsächlich so aus, als hätte ich alle... So, und nun? So, jetzt das Stopfen. Und hier Scherbe. Dichtstrahl. Auf diese Weise sollte ich im Hin... Teleskop einmal drehen. Kopfkratz. Meine Kanone ist bereits aus... Na, dann müssen wir es ja nur noch zünden. Tja, aber... Vielleicht können wir den Kokon dort reinlagern. So, Spot, ich hoffe, du weißt noch, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Sei vorsichtig. Oh, Schreck. Und jetzt? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen. Tiefer wird der Wald wohl nicht mehr. Und das hier scheint mir der letzte Lichtstrahl zu sein, den es in dieser dunklen Welt noch gibt. Ich hoffe sehr, dass das klappt. Sadwick? Nutzen wir es. Was tust du denn da? Geh lieber in Deckung, alter Mann. Oh, wei. Oh, es hat geklappt. Hat ihn entsteinert. Hurra. Aber jetzt wird die Welt untergehen.
Oh nein. Ich bin wieder frei.